Moin Leute, euer Wammert wieder am Bambus und heute zeige ich euch den krassesten Money Glitch, den ich seit langem gesehen habe. Das ist wirklich nicht gelogen, denn mit diesem Glitch könnt ihr wirklich pro Minute ein Fahrzeug duplizieren. Das ist so krass, Leute, wirklich. Und weil dieser Glitch so krass ist, würde ich jetzt schon mal mit einem fetten Like fürs Video dazu lassen. Und für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst was die krassesten Glitches in GTA Online. Zum Beispiel wie diesen hier natürlich, ne? Aber gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, denn was braucht ihr denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr theoretisch nur die Basis. Wirklich nur die Basis. Und in der Basis braucht ihr natürlich ein Fahrzeug, was ihr diesen Glitch duplizieren möchtet. Mein Tipp, nehmt einen Easy aus der Arena-Werkstatt, denn er bringt bei solchen Duplikat-Glitches einfach am meisten. Und das ist Fakt, Leute. Außerdem braucht euer Fahrzeug, was ihr euch duplizieren möchtet, auch ein persönliches Kennzeichen, also ein iCrew-Kennzeichen, was von euch ist, damit ihr mit diesem Money Glitch auch saubere Kopien macht und nicht dreckige Kopien. Und klar, ihr braucht auch Fahrzeuge für diesen Glitch, die für diesen Glitch verloren gehen können. Das bedeutet, ihr braucht einen kostenlosen LG oder zum Beispiel einen Fudgy-Roller. Die stehen natürlich auch mit in der Basis. Aber hier auch ein Tipp von mir. Falls ihr leere Garagenstellplätze irgendwie verfügbar habt, dann nutzt diese aus für diesen Money Glitches. Also es bedeutet, eure LGs, eure Fudgy-Roller können auch in einer normalen Garage stehen. Müssen nicht zwingend in der Basis stehen. Aber zu guter Letzt braucht ihr für diesen Glitch auch noch nur einen Freund, der euch bei diesem Glitch kurz unterstützt. Habt das Ganze sehr gut, dann können wir mit dem Glitch anfangen. Denn ihr trefft euch jetzt mit euren Freunden in irgendeiner GTA Online-Sitzung. In meinem Fall hat diesen Glitch in einer Freundessitzung aufgenommen. Ihr trefft euch jetzt mit eurem Freund bei eurer Basis. Seid jetzt bei eurer Basis angekommen, geht jetzt zu Fuß hinein. Und ganz wichtig, Leute, ihr geht jetzt alleine rein. Denn wir holen jetzt ein Fahrzeug raus, was mit diesem Glitch verloren gehen kann. Also einen kostenlosen LG in meinem Fall. Haben wir dieses Fahrzeug jetzt rausgeholt, steigen wir aus und euer Freund steigt ein. So, jetzt geht ihr wieder zurück in die Basis. Denn jetzt gehen wir zum Fahrzeug, was wir uns duplizieren wollen. Und hier gibt es einen kleinen Timing-Part, also jetzt genau zuhören. Wir steigen jetzt ins Fahrzeug ein, aber von der Beifahrerseite. Sobald wir einsteigen, spammen wir die rechte Pfeiltaste, um in die Basiswerkstatt zu gelangen. Sind wir in der Basiswerkstatt angekommen, müssen wir so schnell wie es geht irgendwas ändern. Ist es völlig egal, was ihr ändert, zum Beispiel hier die Bremsen einfach. Und ihr müsst aus dem Fahrzeug wieder rauskommen, das bedeutet, ihr drückt hier auch wieder Kreis, Kreis und Fahrzeug verlassen. Und wenn ihr schnell genug seid, wirklich, das muss unglaublich schnell gehen, dann habt ihr direkt ein Duplikat. Denn das seht ihr direkt neben euch, da wo vorher der LG stand, steht jetzt unser Duplikat. Wie geil ist das denn? Und ungelogen, Leute, das war schon der Money Glitch. Das war wirklich schon der Money Glitch. Das Fahrzeug ist dupliziert, Money Glitch beendet. Und wenn ihr jetzt nochmal ein Fahrzeug duplizieren wollt, müsst ihr einfach wieder ein LG rausfahren oder ein Fudgy-Roller und euer Freund steigt ein und ihr macht einen ganzen Steps von vorne. Gut, in meinem Fall zeige ich jetzt auch, dass man das Ganze auch machen kann, wenn der LG in der Garage steht. Das bedeutet, ich gehe jetzt hier einfach raus, rufe den Mechaniker an und bestelle jetzt ein LG über den Mechaniker. So, das Fahrzeug ist jetzt hier auch gekommen und unser Freund steigt jetzt einfach wieder hier rein. Wir gehen jetzt wieder zu Fuß in die Basis rein, sind in der Basis angekommen, gehen jetzt wieder zum Fahrzeug, was wir uns duplizieren wollen, steigen wieder in die Beifahrerseite ein, währenddessen rechte Pfeiltaste spammen, was das Zeug hält. Wir sind jetzt hier im Tuning-Menü, sofort was ändern und sofort wieder aus dem Fahrzeug rausgehen. Jetzt ist natürlich der Fall, da wir kein LG in der Basis hatten zum Duplizieren, sehen wir das Ergebnis nicht sofort wie beim ersten Versuch. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier rausgehen und gucken, ob das Ganze geklappt hat. Sprich, wenn wir jetzt hier draußen angekommen sind, rufen wir jetzt den Mechaniker an und kontrollieren, ob jetzt auf dem LG-Stellplatz es ein Easy steht. Gut, in meinem Fall stand es hier jetzt kein Easy, aber ich habe einen Glitch tatsächlich danach einfach direkt nochmal gemacht und danach hatte ich das Timing gehittet und ihr seht es auch jetzt hier in der neuen Aufnahme, im dritten Versuch, dass das Ganze hier auch funktioniert hat mit der Garage. Daher würde ich generell empfehlen, wenn ihr diesen Money Glitch macht, dass die LGs auch mit in der Basis stehen. Denn nicht aus dem Grund, dass es leichter ist oder sonst irgendwas, nein, sondern nur aus dem einzigen Grund, da ihr hier eine direkte Rückmeldung bekommt, ob ihr schnell genug wart bei dem Timing Part oder nicht. Aber Leute, das war's schon eigentlich mit dem Money Glitch. Ich fahre jetzt hier noch mit dem Fahrzeug zu LS Castles und zeige euch, was ich in meinem Fall für mein LG bekomme. In meinem Fall bekomme ich für meine LG 1,5 Millionen GTA-Dollars. Und by the way, falls ihr dieses Fahrzeug komplett maxed out auftunet, könnt ihr sogar bis zu 1,8 Millionen Dollar bekommen pro Duplikat. Und ungelogen, Leute, ein Duplikat pro Minute. Also könnt ihr mal selber ausrechnen, pro Stunde wären das theoretisch über 100 Millionen Dollar in Fahrzeugwert. Wie krass ist bitteschön dieser Glitch? Also jetzt mal ernsthaft, Leute, wie krass. Aber gut, ich hoffe, euch hat das kleine Glitch-Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen fetten Daumen nach oben da. Aber ich bin raus, euer Wombat. Ciao.